die Elsbeth endlich wieder am Laufen, nachdem sie 3 Wochen nicht laufen konnte, aufgrund ihrer Operation und so. Ihre Narbe hätte sie uns aufreißen können. Und jetzt lässt sie die ganze Energie hier wieder raus. Kommst gar nicht hinterher, so schnell wie es. Freut sich auf jeden Fall wieder und steht nicht nur regungslos rum wie in den letzten Videos. Meine Güte. Sieh ich das eine an. Ja, die freut sich nach all der Zeit. Maske und so, ja, also mit ihrem Kragen wäre das auch schon nicht gegangen. Mit dem Vollsprint. Ja, wäre es ziemlich schwierig gewesen, hier hinzufahren. Mit dem Kragen. Ja, auch noch halt mit der Narbe, das wäre halt nicht gegangen. Wenn die sich halt so durch die Gegend rennt, die überschlägt die sich auch mal des Öfteren. Das wäre ja ziemlich blöd gewesen. Daher musste man da auf Nummer sicher gehen. Und der Hund ist ja voll dabei. Und im Kreis sein immer. Mal wieder ein etwas fröhlicheres Video als die letzten, die ja sehr von Krankheiten dominiert waren. Hier schön frisch gemäht, die Wiese. Alles eine Länge ist perfekt, um hier durch die Gegend zu laufen. Hauptsache, wir holen uns nicht wieder die nächsten Zecken oder sonst irgendwas. Dass wir endlich mal hier gesund bleiben. Meine Güte, die hat so viel Energie eingestaut. Läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Dann kann sie gleich auch schön schlafen. Da kommt er. Der Dobermann im Felde. Also so lange am Stück ist sie schon lange nicht mehr gelaufen. Die Zunge hängt schon weit raus. Die ist so schnell. Dieses Schwenk, sie rennt so knapp an einem vorbei. Da kann man schon Angst haben, dass man umgerannt wird. Und so ein schwerer, großer Hund hat einen trifft am Bein. Kann sich schönere Sachen vorstellen. So, das war's aber auch schon wieder für das Video. Wollte nur kurz zeigen, dass sie sich wieder schön auspowern kann. Den musst du hier schon echt verfolgen. Da guckt sich das einer an. Das wurde ich auch angesabbert. Danke, Alfred. Bis zum nächsten Video. Ach, sie ist jetzt auch noch. Die Alfred. Also sagst du tschüss. Alfred sagt nichts. Alfred. Junge, Junge, Junge. Was bist du noch für ein Hund?
so viel Energie sich angestaut. Ja, wie gesagt, sie läuft hier noch ein bisschen durch die Gegend. Und ciao. So, wieder zu Hause. Und man sieht, die Elfred hat sich ordentlich ausgepowert. Zunge ist draußen. Guckt auch, wie er viel glücklicher. Die hat sich gefreut. So, jetzt aber bis zum nächsten Video. Und diesen Lächeln verabschieden wir uns.